So Leute, jetzt auch Methoden. Wir sind schon bei der nächsten Aufgabe, nämlich füge aus maximal 20 Metern Entfernung mit einer Pistole Schaden zu. Das Ganze mache ich im Gruppenkeilen-Modus und ihr seht schon, welche Pistole ich habe. Nämlich die Dead Silence Waffe ist das. Müsste eigentlich, ich weiß gar nicht, ob die so heißt. Aber vorweg, warte mal, landet der bei mir. Wo ihr die Waffe bekommt, werde ich euch direkt verraten. Ja, du bist ein 30er. Denn die bekommt ihr hier. Hallo. Die bekommt ihr hier oben in der Hütte. Da bekommt ihr die halt einfach für Gold. Und die ist halt wirklich mit am besten. So, zack, zack, zack. Und wie mache ich das Ganze? Im Gruppenkeile-Modus. Natürlich. Ich habe nur schon gemerkt, ich werde die Aufgabe gleich fertig haben. Warte, wo rennt er hin? Och man, das ist wieder so typisch, ne? Dann laufen die mir. Zack. Das ist nur die Frage, war es nah genug oder nicht? Ah, jetzt fehlen nur noch 94 Schaden, dann habe ich die Aufgabe auch fertig. Also ihr seht, es ist ziemlich simpel. Ihr müsst halt wirklich bei den Gegnern landen und dann einfach draufhalten. Ihr wisst ja selber, die meisten sind derzeit so abgelenkt. Guckt halt auch auf den Bäumen. Hier seht ihr, der Gegner wird mir immer noch markiert. Ja, das müsste ich natürlich auch noch. Distanz zählt natürlich nicht. Also ihr müsst schon in der Nähe sein. Ja, und ihr müsst den Gegner auch treffen. Aber ich denke mal, den meisten werde ich jetzt trotzdem geholfen haben. Geht, wie gesagt, hier unten hin. Dahin. Holt euch die Pistole, die ich gerade habe. Weil ist halt mit die stärkste Pistole. Dann einfach nah an den Gegner ranfliegen, Schaden machen und so werdet ihr das auch ganz easy schaffen. Wenn ich dir damit weiterhelfen könnte, natürlich gerne ein Like da lassen, Abo da lassen, wenn du noch mehr Aufgaben sehen willst. Und in dem Sinne würde ich sagen, euch noch viel Spaß beim Leveln und haut rein.